Willkommen zurück zu Dark Souls 2, Skull of the Fürstin. Wir sind beim letzten Mal auf eine Horde Ratten gestoßen. Wir sind hier im Loch angekommen und das Loch wollten wir genau untersuchen, weil, naja, es scheint ja irgendwie sehr groß zu sein, das Loch. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, von der ganzen Geschichte. Und unter mir ist ein Item, das brauche ich eigentlich wahrscheinlich. Vielleicht, eventuell, vielleicht auch nicht. Ich glaube, hier haben manche Leute etwas dagegen. Und es gibt hier zahlreiche Statuen, die einfach mal mit irgendeinem Gift daherkommen und sagen, hey, wir vergiften dich. Wir sind voll nett, wir vergiften dich. Na, und die halt jetzt wieder zu sehen, ist dann halt auch wieder so eine Kunst. Da kann ich wahrscheinlich rüberspringen. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß generell nicht, was ich von vielen Dingen halten soll. Da unten ist ein Nebeltor. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Gut. Dann versuchen wir es mal mit dem Absprung hier. Das wird mein erster Tod heute. Oder auch nicht. Hallo. Ist die nicht spucken hier? Okay, die haben keine Köpfe, die Statuen. Deswegen wahrscheinlich. Man weiß ja dann auch immer nicht, wo will ich eigentlich lang gehen. Im Prinzip halt immer dahin, wo es komisch leuchtet. Ich weiß, aber... Ne, so vom Prinzip her. Wo man kann hier wahrscheinlich auch sehr viele Fackeln anzünden. Damit man dann halt wiederum Licht hat und sowas. Könnte ich mir überlegen, wenn ich mal wieder gestorben bin. Erstmal will ich hier so ein bisschen umgucken, was haben wir denn hier und dort und überall. Aha. Ich weiß jetzt auch nicht, woran man die erkennt, dass die jetzt hier spucken. Ich weiß es wirklich nicht. Ich will jetzt auch nicht eine weitere hier anhauen. Eigentlich, weil... Ne? Sonst bin ich jetzt hier vollkommen vergiftet. Wir haben jetzt hier nicht so perfekte Giftrüstung, ne? Sollte ich vielleicht mal anziehen, glaube ich. Ausrüstung. Die hier war ja nach wie vor gut. Oder habe ich das beim letzten Mal schon angelegt? Ich weiß es nicht. Kann sein. Oh. 43, nehmen wir mal die. Dann... 14, 18, 24, 26, da. Hier nochmal ein bisschen gucken. Was haben wir denn hier und dort und überall? Wir haben schon das beste giftresistente Gedönsdingens. Und hier, ich glaube, da haben wir auch nichts Besseres. Ja, muss das jetzt reichen. Wir sehen zwar scheiße aus, aber das tue ich immer. Das tue ich wirklich immer. Sieht aus wie zusammengewürfelt hier. So. Die Tür ist fest verschlossen. Und da spuckt die ganze Zeit was dahinter. Aber was ist das für eine Tür? Ist die wichtig? Vielleicht. Vielleicht kommt man da irgendwann wieder raus oder so. Das kann mir auch vorstellen. Man kennt ja dann Dark Souls und sowas ja dann schon so ein bisschen. Was ich wirklich sehr schade finde, ist halt, die Entwickler haben halt gesagt, jetzt nach Dark Souls 3 wollen sie dann plötzlich doch nicht wieder ein Spiel in dieser Art machen. Also weder Bloodborne noch Dark Souls oder sowas. Sondern sie wollen sich halt komplett anderen Spielarten halt widmen. Wo sie ja vorher noch sagten, ja... Ne, wir haben noch so viele Ideen, wir wollen Science-Fiction-Gedöns-Spiel machen und sowas, weißt du? So ein Science-Fiction möchte gerne Dark Souls und sowas. Nun haben sie das alles wieder negiert und sagen, ja, nee, wir machen andere Spiele, sowas wie, wie heißt das Spiel, das ich hier im Regal habe, Ninja Blade oder sowas? Was jetzt nicht so das beste Spiel von From Software ist, ne? Wie ich gehört habe, ich meine, ich habe es auch nicht gespielt. Ist halt so, dass ich mal wieder gehört habe. Mein Spiel werde ich irgendwann, ja, durchaus. Aber es ist halt kein Dark Souls, das kann man damit einfach nicht vergleichen. Was sind denn das hier für komische Dinger? Ach! Oh! Das sind die Säure-Dinger! Säure-Dinger, die einen halt die Rüstung dann zerstören. Ja, das ist ja super. Ist ja toll. Ist ja ein Spaß für die ganze Familie.
Na gut. Okay. Weiß ich Bescheid. Ich weiß halt immer noch nicht, wohin. Hier sind so viele Blutflecken. Das weist ja immer meistens darauf hin, hey Mensch, hier sind viele gestorben aufgrund von irgendeinem Blödsinn. Aber nun gut. Ich meine, ich würde jedes Jahr immer wieder zahlreiche Möchtegern Dark Souls Spiele und Co. kaufen, zocken und. Oh, da liegt noch ein Item. Hallo. Und ja, von daher finde ich halt das sehr, sehr schade, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich denke, irgendwann werden sie das wieder machen, ne? Vor allem wenn sie dann sehen, ja, ne, ihre anderen Spiele kommen nicht an oder sowas. Und dann werden sie halt aus finanziellen Gründen halt einfach dann sagen, ja, machen wir einfach wieder Dark Souls 4 oder sowas. Ne? Aber ich weiß nicht. Ich meine, ich finde es gut, dass halt dann halt ein Entwickler dann sagt, ja, ne, wir kommen mal von unserer üblichen Erfolgssträhne halt mal ab und probieren mal was anderes. Das ist sowas, was Activision und Co. halt definitiv nicht machen. Weil die machen ja dann eher jedes Jahr wieder Assassin's Creed, jedes Jahr wieder Call of Duty. Ja, ich weiß, Assassin's Creed ist nicht von Activision, sondern von Ubisoft. Aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Auch Ubisoft macht halt jedes Jahr immer das Gleiche. Wieso sind hier so viele Items und keine Falle? Das ist sehr suspekt. Man erwartet halt manchmal hier so viel und dann kommt plötzlich nichts. Einfach nur mal weil. Das läuft vorher, dass wir entzündet haben, ne? Ja. Oh, da ist ein Item drin. So. Muss mich hier mal so ganz langsam hier überall erkunden. Was haben wir denn hier und dort und überall? Ich meine, noch habe ich quasi viel Form-Software-Material vor mir. Na, auch wenn wir das Let's Play zu Demon's Souls irgendwann angehen. Ich meine, gut, da kommen wir relativ schnell dann durch, weil ich halt Demon's Souls im verglichen mit Bloodborne oder Dark Souls halt dann schon kenne. Na, es ist halt sowas, wenn du halt eins dieser Spiele schon mal ein bisschen kennst, dann kommst du natürlich eine ganze Ecke schneller durch. Na, dadurch, dass ich jetzt Demon's Souls gespielt habe, während das Let's Play von Dark Souls lief. Wenn ich dann irgendwann das Let's Play dazu angehe, werden wir eine ganze Ecke schneller vorankommen, als jetzt zum Beispiel jetzt hier in Dark Souls 2 oder halt auch in Dark Souls 1 oder im Stream von Bloodborne, wo wir immer noch nicht durch sind. Irgendwo höre ich hier doch nochmal so, möchte ganz Zombies. Was ist eigentlich mit euch? Ihr seid wirklich tot, okay. Ne, und das ist dann, muss man abwarten, wie das Ganze denn so wird. Weil viele schreiben ja jetzt auch schon, sie würden gerne Bloodborne 2 spielen oder immer noch Demon's Souls 30, das niemals rauskommen wird wahrscheinlich. Hallo. Schwarze Feuerbombe, das war ja nicht sehr, sehr super. Gehen wir mal da lang. Oh, guck mal. Hallo. Sag mal, hakt's noch bei dir oder was? Ich würde schon sagen, ist da wieder irgendwas, was mich ärgern will, aber nein. In dem Fall mal nicht. Das war viel zu knapp. Was macht denn da so ein Krach? Ach, hallo. Du machst so einen Krach, okay. Aua, aua, ich bin vergiftet, nein. Will nicht vergiftet sein ist voll ätzend. Dann stinke ich. Man sieht ja schon die grünen Dämpfe hier und sagt, ne? Mammut stinkt wieder, hat mal wieder nicht geduscht. Da könnt mal wieder. Überall irgendwelche dreckigen Kreaturen hier, die einfach nur meinen Tod wollen. Weiß gar nicht warum, ich habe euch allen nichts getan.
Da hinten springen sie auch überall runter. Wo gehen die denn lang? Warum habe ich die denn jetzt getriggert? Nicht zu nah an die Kante vielleicht stellen. Ach, sie kommen da unten durch. Und kommen dann da hochgeklettert. Okay. Finde ich schön, dass ihr alle hierher kommt. Aber es muss doch gar nicht sein. Ich bin doch nicht so ein Schwein. War's das schon? Kann ich mir gar nicht vorstellen, da waren doch noch mehr. Kommen wahrscheinlich gleich von hinten an und sagen, hey, wir haben den Weg gefunden. Yay, wir sind da. Weißt du, so das Übliche. Guck, guck. Au. Boah. Was auch immer du da hast, du machst einen Mordsdamage. Hat er irgendwie so ein Schattenschwertgedöns des Todes oder sowas. Ich sehe das hier auch in der Ferne halt immer nicht, ob da jetzt was ist, ob da jetzt nichts ist. Da sieht es ziemlich nach tot aus, wobei könnte auch eventuell ein Boden dazwischen sein. Ich gucke jetzt erstmal ganz kurz hier. Ich wollte nur kurz gucken. Oh, was zum Henker bist du? Ich habe keine Ahnung, was ihr seid. Aber ihr gefällt mir nicht. Ihr gefällt mir ganz und gar nicht. Nämlich aufgeblasen möchte gern Käfer hier. Naja, Phasen zerstören. Der Zelda-Moment. Oh, was haben wir denn da drin? Großschild des bösen Auges. Das ist jetzt was? Ach da. Aha. Mit TP-Absorbierung. Also so wie der Ring tatsächlich, sondern aber halt auch mit Schildfunktion Gedöns des Todes. Will ich da lang? Ach komm. Das wird schon. Ach nein. Hier schon wieder. Hau ab. Ich habe ich ja auch nicht vermisst. Giftpfeil. Yay. So, ich trinke mal was, bevor ich dann gleich da durchgehe. Ich gehe hier nochmal ganz kurz lang. Guck mal, was haben wir denn hier und dort und überall? Was ist denn hier kaputt? Ja gut, die Pilze, die kennen wir schon. Wow, wow. Was bist denn du? Du bist ja irgendein Riesenviech. Das gefällt mir gar nicht. Und es sprüht irgendein Nebel aus. Und mal gleich umhauen. Bevor es Eier legt. Wahrscheinlich kann man das auch noch wörtlich nehmen. Und es hat sich nicht gewehrt. Aber was war das jetzt hier? Es hat hier wahrscheinlich einfach nur den Weg versperrt oder sowas. Und mein Schwert ist gleich defekt. Habe ich keine andere Schwerter angelegt? Wahrscheinlich aufgrund von Gewichtproblemen, ne? Dann nehmen wir mal. Was habe ich denn noch aufgewertet hier? Muss ich dann schon wieder hier den Streitkolben nehmen oder was? Nein, nichts anderes. Die Peitsche. Ach komm, ja, komm, nehmen wir. Wir agieren so wenig mit der Peitsche, machen wir mal ein paar Meter.
Das ist das Nebeltor, das wir vorhin gesehen haben. Da hinten kommt wieder so ein Typ mit einer Fackel. Was können wir jetzt hier, weil wir jetzt hier sind? Was genau hat mir das jetzt gebracht? Ich frage ja nur. Weil ich ja keine Ahnung habe. Ne, wir sind... Nein, wir sind nicht. Wir sind da ja gar nicht lang gegangen. Ach, nö, hier geht's auch gar nicht lang. Hä? Wozu musste ich denn jetzt das Tier da töten? Also, na gut, wahrscheinlich musste ich es nicht, ne, aber... Es ist für mich so ein bisschen so... Hä? Warum stellen sie da so ein Tier hin? Na gut, dass jetzt hier kein Boss kommt, war fast zu erwarten. Kein Boss, ne? Hab ich gesagt, hier? Ich weiß nicht. Au. Penner! Geh weg! Ich sagte, geh weg! Könnte man ruhig mal wieder ein Leuchtfeuer geben oder sowas. Wahrscheinlich bin ich schon an einem vorbeigelaufen oder sowas. Ne, da hinten ist eins. Will ich da jetzt hin, bevor ich jetzt hier großartig noch sterbe? Dann setze ich mich da mal dran. Und dann gucke ich, was haben wir hier und dort und überall denn noch so und so. Wie komme ich denn da hin? Ich will da hin! Ich will da hin! Wahrscheinlich muss ich da... Oh, das war knapp. Irgendwie hier runter, auf der anderen Seite dann vielleicht wieder irgendwo hoch. Ah, das gefällt mir schon wieder nicht. Da unten ist noch ein Nebeltor. Muss hier aber ganz schön weit runter, ne? Das kann es doch nicht sein. Das ist bestimmt ein anderer Weg, vielleicht. Also nicht. So auch nicht. Man muss ja manchmal hier so das Holz austesten, ob man das hier anhauen kann und sowas. Ey! Denkst du, ich treffe das Ding? Nein, natürlich nicht, aber es trifft mich. Das kann ich wieder leiden. Wie komme ich denn jetzt da hin? Ich versuche jetzt hier anhand des Holzgedöns dahinter. Ah! So. Dann setzen wir uns mal da dran. Damit jetzt hier unser Schwert mal wieder repariert ist. Und dann können wir meinetwegen hier überall runtergehen und sowas. Und sagen, hey, wir sind unten. Yay. Party. Und schon hier wieder ein strahlendes Licht. Mitten der Dunkelheit. Du bleibst tot, da oben ist einer. Ach ja, da ist der, von dem wir vorhin schon mal getötet haben. Hau ab. So. Hier nochmal ein Stückchen runter. Nein, das war Kacke. Okay. Gut, also nicht so. Verstehe, dann nicht. Hätte niemand ahnen können, dass die einfach hier Leitern machen, die einfach mal aufhören. Na gut, man hätte es ahnen können, aber trotzdem. Zuerst mal rechnest du nicht mit. So. Dann schauen wir mal. Wo sind jetzt hier die? Der Typ, der uns vorhin attackiert hat. Ist auch schon wieder weg. Oder kommt gleich aus heiterem Himmel an und sagt, hey, bin wieder da, yay. So, das heißt, ich darf jetzt jede Leiter erstmal gucken, wo geht's denn da irgendwie runter. Oder halt so runter, dass ich da nicht sterbe. Nein. Oh, da oben macht wieder irgendwer Radau. Macht wieder die ganze Inneneinrichtung hier kaputt.
Ciao. So. Gehen wir mal in die nächste Leiter. Bis hierhin geht's schon mal. Und von hier aus gibt es keine weitere Leiter nach unten. Aber irgendwie wird das schon vielleicht. So viele Leitern. Ich habe mich schon gewundert, warum sind hier so viele Leitern. Jetzt macht das natürlich Sinn. Also zumindest ein bisschen. Würdest du mal bitte den natürlich danke. So, und hier würde es vielleicht noch weiter runter gehen. Wenn es nicht die Leiter abbricht oder sowas. So. Gleich töten, bevor es mich nervt. So, und hier geht es weiter runter. Aber wie es von hier aus weiter runter geht, erfahren wir dann erst in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Bis dahin, viel Spaß hier noch und vielen Dank fürs Zuschauen.